Ja, wisst doch, ich habe da in der Schule immer geschlafen, ich habe da mal andere Aktivitäten vorgehabt. Anstatt darauf zu passen, was ein Hund ist, was eine Katze ist. Nein, Spaß. Bevor du es wieder vergisst. Hi. Ja, wie sieht's aus? Sollen wir mal auf den Dinner gehen? Oder was ist mit dir? Na? Es wird böse enden, wenn ich den Guerilleros nicht unter die Arme greife. Nein! Einmal hupen für ja, zweimal hupen für nein. Na, wie sieht's aus? Gleich hier hinten im Hintereck. Komm schön, kannst aussuchen. Burger King, Mc's. Subway. Subway. Burger King. McDoof. Subway. Was gibt's noch? Ein Döner? Ah, nicht. Ich weiß nicht. Döner! Immer diese Zeitversetzung hier. Nein, kein Döner. Ist das allerdings eine neue Parkart hier oder was? Das muss ich auch mal ausprobieren. Die Parkart muss ich. Leute. Sehr geehrten Damen und Herren, hier 5 Rosen, meine Damen und Herren, sind 3 Backpfeifen. Bei 100 Rosen esse ich welche mit dem Löffel. Und wenn jetzt hier einer Mikrodrop oder ja, eine Rakete oder so reinsendet, dann esse ich einen kanadischen Riesentauwurm. 5 Rosen, meine Damen und Herren, sind 3 Backpfeifen. Bei 100 Rosen esse ich welche mit dem Löffel. Ja, und wenn jetzt hier einer 500 Rosen reinsendet, oder Mikrodrop, oder Sportwagen, dann ist es mir auch egal. Dann mache ich sie alle weg. Was ist denn hier? Fesselkammerstübchen oder was ist los hier? Und guck mal, das Scheißpapier und der Eimer. Hier zum Pissen und da zum Kacken oder was? Oh, guck mal, hier ganz schön eine große Rolle ist da drauf. Jo, jo, jo. Wird bei mir vielleicht ein Dach reichen. Huch, kommt denn der Hund auf einmal her? Sticker, Sticker, willst du einen Sticker, Sticker, wie sind ganz viele, egal. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas zu holen? Wo ist denn hier? Ach, hier drüben ist jemand. Ja, ich komme noch schon. Ich habe noch eine weitere Flugabwehranlage aus dem Netzwerk der Armee gefunden. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Gracias. Nee, bitte nicht nochmal. Danke. Bin ich letztens, wie gesagt, vorbeigefahren. Bin ich letztens, wie gesagt, vorbeigefahren, um mal zu gucken, wie es da nun mittlerweile aussieht. Oh, ein Schlüsselanhänger. Cool. Schlüsselbund von Kontrollenschlüssel, okay. Was haben wir denn hier? Oh, hier, guckst du dir an. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist doch Zweiter Weltkrieg hier. Mörser benutzen. Zahlt mehr hier, das Ding. Guckst du dir an. Oh, geil. Ah, hier, meine ich hier. Auch das machen wir kaputt. Ja, Mörser. Und? Blöder Helikopter. Wie jetzt schon leer das Ding? Also. Wieso 800 Euro Busch? Ich musste doch nur damals die Hecke kaufen. Das waren nur ein paar Euro, wo wir noch rumgelatscht sind. Und die Scheiße gesucht haben, wie die blöden. Nach so einem blöden Busch. Was wisst ihr noch? Was ist mit dir? Und den Rest musste ich doch nicht bezahlen. Gott sei Dank.
Das scheiß Schild steht immer noch so da. Sie haben sie damals gesagt, das müssen wir neu machen. Haben sie aber gar nicht gemacht, die. Ich gehe jetzt pennen. Ja, du Stricher, gute Nacht. Jo, das Klärchen. Oh, sagt doch ein Ton. Oh, ein schöner Sportwagen hier. Haben wir zu Burger King hier oder was? Oder wie sieht's aus? So fahr ich auch immer. Eine Hand. Burger King? Oh. Darf ich ein bisschen befummeln? Spaß. Ja, stimmt. Das ist doch bestimmt dann immer dein Fahrstil, ne? Bei 7,5 mit deinem BMW. Was ist denn jetzt? Mal das Telefon gucken. Was? Vor allem, was für einen Vater willst du holen? Wo ist er denn hin? Was macht der Hund auf einmal hier? Hey! Nee, ich wüsste schon. Ach, ich muss sowieso mal auf den Lokus eigentlich die ganze Zeit schon. Schneiden hier. Achso, ne, meiner, der hat gerade anderes. Oh, ein Panzer. Oh. Jetzt hab ich außerdem meinen Silvisten abgeknallt. Ich brauch den Panzer da, den Panzer da. Den geht's jetzt gerade selber nicht so besonders. Ich komme, ich eile. Scheiße. Toll. Ist der verreckt? Alter. Huch, fort ist der Turm. Auto kaputt und jetzt bestellt sie wieder neu. Hä? Ah, dankeschön. Hi, Puppe! Alles klar? Danke fürs Mitnehmen. Warum hast du einen Schaltknopf? Warum hast du eigentlich einen Schaltknüppel eigentlich, Dings drin? Ein Bein. Was sind denn das neuerdings für Maroten hier? Ah, guck mal, kann ich wenigstens mal die Auspuffelare wechseln. Guck mal hier, schöne Kartonwelle. Das muss ich auch mal machen, ich muss meinen auch mal aufs Dach legen. Ich glaube, da hätte ich meine Schweißarbeiten auch besser machen können. Schöne Bremse, guck, ich sehe die Bremse, sie ist Auspuff. Alles schön sichtbar. Was muss ich machen eigentlich? Achso. Hey, kann ich das Ding umdrehen lassen? Oh, geil, guck mal, ich bin Atze. Guck dir das an. Oh. Auf dem Friedhof erstmal das Auto geparkt, ne? So kann man auch machen, ne? Wo muss ich denn hin? Jetzt hier, warte mal. Ach, da oben hin. Was? Gibt's Schelden vom Vater, wenn du nicht gerade läufst? Das kläre ich schon mit meinem Freund. Helfst mit was denn für ein Freund? Was, wir grüßen uns immer, wenn wir... Was, wenn wir uns sehen, der scharfe Typ.
Immer frische Sorgen, Kaugummi im Mund. Klasse, gell? Das ist jetzt nur eine Frage, wie meinst du damit? Ich kläre das schon mit meinem Freund, wir grüßen uns immer, hä? Klasse Kerl, prima, Niemand hätte verraten, dass das eine Party ist. Was wir noch bei BSN schreiben, Großes du Wiedersehen. Wir Hund. müssen El Doctoro umlegen. Du bleibst schön hier und wir müssen los. Wir lassen sie nicht zurück. Nein. Ja, da färbt sich jetzt mittlerweile auch die Haare wieder. Ja, der ist fit wie ein Turnschuh auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber naja, macht uns alle noch was vor. Aber du bist eine Ablenkung. Ja, mal auf Zack. Maria ist tot. Viviro ist das neue Ziel. El Doctor ist der Schlüssel, um Castillo das Geld abzudrehen. Und er ist in der Hauptstadt. Da ist er nicht. Meine Leute beobachten. Ich kenne ihn zu gut. El Doctor ist süchtig nach seiner Arbeit, der geht nirgendwo hin. Matthias hat Infos. Sergio Esteves, El Doctors rechte Hand. Er hat Hunderte bei seinen Versuchen ermordet. So kriegen wir El Doctor. Wolltest du nicht nach Amerika fliehen? Hast deine Coronas ja doch noch gefunden. Ich wusste, dass du ein Soldat bist. Paolo. Das stimmt. Ich bin nicht dein Treffer. Aber du warst gerade aus der Tür und schon für Thalia Hinrichtung durch. Revolution ist Chaos. Aber ein Anführer schafft seine eigene Ordnung. Na los. Deine Entscheidung. Pedro Torero. Das war mein guter Musiker. Das war mein guter Musiker. Jetzt, wo Mama und Papa weg sind. Brauch mir Sergio. Ich finde ihn. Und dann besuchen wir El Doctor. So, gut, da war ich jetzt erstmal langsam mal auf den Lokus gehen hier.